Rapper Rhymes Heim begann in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Selbstmord. Er sprang aus einem Fenster im 11. Stock eines Hochhauses. Seine einzige Hinterlassenschaft war dieser Abschiedsbrief. Ich sah mich in der Schule sitzen, wir tauschten erste Rap-Kassetten, wollten tracken, schrieben Texte und sie in der Pause rappen. Sah mich taub vor den Lehrern, hörte nur noch Rappern zu. Public Enemy, Ice-T, Audio 2 und Tool Lab Crew, 2 Short und zu. Guter Letzt bekam ich Easy-E und war sofort easyfiziert. Er war das weltgrößte Genie. Ich sah mich in Baggy-Hosen, ja, dann trugen 501. Anstatt weiter Sport zu machen, schrieb ich nun an ersten Leitfunk. Kam mein Vater in mein Zimmer, tat ich so, als würde ich üben. Statt die Brücke zu verehren, wollte ich Bilder an den Zügen. Ich sah mich im Bahnabteil zu jeder Kinder-Jam in Eiern. Ich traf Jope mal in Köln und sah Ruth ganz tief in Bayern. Ich sah mich durch Deutschland dingen, traute Talk sein Theorien. So machte ich ne Fernsehshow, anstatt selber zu entziehen. Ich sah die Szene aus Berlin sonntags in den Bunker gehen. Ich sah mich endlich an der Task, kam die ersten Tracks aufnehmen. Mein Leben brannte sich in mein Herz hinein wie ein Tattoo. Ich hatte wirklich gute Zeiten, doch auch schlechte kam dazu. Ich folgte jedem meiner Coups mehr als meinen Eltern, doch ich musste mein Weg gehen. Statt im Alter reich ich Geld, dann würdet ihr die Zeit zurückdrehen. Ich würde ihr fast genauso gehen, ich würde einiges für geben. Könntet ihr Sekunden sehen, was mir der Dreck bedeutet hat. Besser früh zufrieden sterben, anstatt jeden Pimmel lutschen und dann traurig 100 werden. Ich sah Streber in der ersten und die Störer meistens hinten. Print und Pegel, SOS, Ego Boost und King Pitten. Unter den zwischen tausend, jeder wollte sein wie ich. Jeder wollte Bitches pimmen und jeder nannte Nutten Bitch. Ich war der geilste Stecher ever, wie derjenige, der baut. Sie trugen meine Shirts und pumpen mein Shit laut im Auto. Auto Reverse, 24 Stunden ich und das Rapper in den Charts, wann interessierte Hip-Hop nicht. Ich sah täglich neue Mails, dass ich unbedingt auf Tour muss. Sah mich wieder durch sein Fahren, in der Bahn und auch im Tourbus. Ich sah Haus auf meinen Konzerten, meinen Pimp in den Mund nehmen. Ich sah Bitches sich die Klinke meiner Tür in die Hand geben. Ich sah langsam aus wie Eden, nur die Bitches blieben jung. Ich gab ihnen, was sie von mir brauchten und mein Samen auf ihre Zunge. Rapper nur noch Zweck zum Mittel für Geld, Fame und Bitches. Ich sah den Doktor, wie er sagte, dass für Rhyme und Simon Schicht. Mein Leben brannte sich in mein Herz hinein wie ein Tattoo. Ich hatte wirklich gute Zeiten, doch auch schlechte kam dazu. Ich folgte